Hallo, ihr habt bestimmt schon mal den Spruch gehört, man muss das Beste hoffen und auf das Schlechteste vorbereitet sein. Den Spruch finde ich gut. Und mit dem Hintergedanken habe ich mir vor 2, 3 Jahren, da müsst ihr mal nachschauen, ein Notstromaggregat zugelegt. Wir hatten schon öfter Stromausfälle. Das Schlimmste hat einmal eine knappe Woche gedauert. Da hat der nasse Schnee die Leitungen durchgedrückt. Der Strom wurde nur zeitweise wieder aufgeschalten. Und da ich so ein kleiner Katastrophen-Junkie bin, habe ich mir also vor 2, 3 Jahren ein Aggregat zugelegt. Es gibt ja mittlerweile billige Notstromaggregate mit Benzinmotor im Baumarkt so um die 200 Euro, die schon eine entsprechende Leistung haben, sind meistens aus China, nachgebaute Honda-Motoren. Vielleicht auch nicht verkehrt, aber mein Hintergedanke war, sollte es zu einem größeren Stromausfall kommen, dann geht natürlich auch keine Zapfsäule. Und ich müsste da unwahrscheinlich Betriebsstoff vorhalten, also Kanister an Benzin, wogegen ich 10.000 Liter Heizöl im Boden habe, den ich dann beim Dieselaggregat verwenden könnte. Also habe ich mich für Dieselaggregat entschieden. Ich habe ein bisschen rumgeschaut bei eBay, bei Amazon und so weiter. Und ein größeres Dieselaggregat, das kostet dann schon richtig Geld. Ich bin dann an ein Vorführgerät gekommen bei eBay. 4,5 kVA, lärmgedämmt, und das hat dann schon entsprechende Leistung. Ist allerdings auch ein Made in China, schätze ich mal, so ein nachgebautes, ich weiß nicht, die italienischen Generatormotoren, habe ich jetzt nicht im Kopf. Auf jeden Fall ist es wahrscheinlich aus China. Dauerbetrieb auf der Baustelle würde ich ihm vielleicht nicht zutrauen. Aber für meinen Bedarf, um die Ölheizung am Laufen zu halten und vielleicht eine Gefriertruhe und zweimal am Tag was zu kochen oder einen Heizlüfter laufen zu lassen, für das ist wahrscheinlich ausreichend. Ich habe es heute mal aus dem Winterschlaf rausgezogen. Man muss es ja ab und zu mal probieren, weil wenn man das Gerät erst laufen lässt und was braucht, dann geht es vielleicht nicht. Wir werden nachher im Garten unten das Ding mal laufen lassen, mal anschmeißen, dann könnt ihr den Lärmpegel mal hören. Ganz leise ist es nicht. Abgas erzeugt es auch in ausreichender Menge, stinkt ziemlich, wenn es kalt ist. Aber ich werde dann mal auch probieren, meinen Schweißtrafo zu betreiben, mal schauen, ob das Ding in die Knie geht oder ob das aushält. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Also, nachher kommt der praktische Teil. Zuerst mein Pfeifchen fertig rauchen. Und dann lassen wir das Ding mal rattern und schauen, ob es geht. Natürlich muss man es ab und zu laufen lassen und auch das Öl mal wechseln, dass das nicht über 10, 20 Jahre den Generator drin steht. Ich schreibe mir das dann immer auf, wenn ich es laufen habe lassen. So vergisst man ja leicht und dann werden wir weiterschauen. Bis nachher. Tschüss. Das ist also der angesprochene Generator. Der nennt sich PGD6000 Dieselgenerator. Hier sieht er das Instrumententableau. Er verfügt nur über einen E-Start. Man muss also immer eine geladene Batterie vorhalten, ist bei mir kein Problem. Ich habe 4 Motorräder mit Batterien, da ist immer eine voll. Hier ist der Zündschlüssel für den E-Start. Ein Dekompressionshebel, den man beim Starten ziehen muss, damit die immense Kompression von dem Dieselmotor ausgeschalten wird und unter dem Starten loslassen, dann springt er an. Hier haben wir einen Voltmeter. Dann haben wir hier 2 normale Steckdosen. Und eine Kraftstromsteckdose. Über diese kleine Dose habe ich ein Ladekabel, mit der kann ich die Batterie unterm Lauf aufladen wieder. Hier ist der Erdungsanschluss, sollte man auch machen, einen kleinen Erdungsstab. Gut, hier unten sieht man dann noch den Dieselfilter mit dem Benzinhahn. Die Ölkontrollöffnung, wobei dieser Generator eine Ölsicherung hat, das heißt, wenn zu wenig Schmierstoff drin ist, dann schaltet er automatisch ab. Oben befindet sich eine Tankanzeige.
Er ist schallgedämmt, isoliert, ist aber trotzdem noch relativ laut. Hier habe ich eine kleine Abgasleitung gelegt. Er bläst normal nach oben. Ist auf Rollen, das heißt, man kann ihn schieben. Er wiegt ja ca. 150 Kilo, also ist ein ganz schöner Klotz. Sollte ausreichend sein für ein Einfamilienhaus. Man muss das Spiel natürlich ganz durchdenken. Man braucht, um das Heizöl auf den Tank zu bekommen, natürlich eine Handpumpe, weil elektrisch geht er nicht. Sieht ungefähr so aus. Flohmarktkauf, gute Förderleistung. So kann man sein Heizöl Diesel aus dem Tank bekommen, ohne Strom.